Internetunternehmen wie Google und Facebook sammeln Daten, das ist bekannt. Manch einem ist es egal, wieder andere versuchen nur so viel von sich preiszugeben, wie zwingend notwendig ist. Amnesty International prescht jetzt vor. Die Organisation meint, dass das Datensammeln im großen Stil nicht vereinbar ist mit dem Recht auf Privatsphäre und Selbstbestimmung. Im Studio begrüße ich dazu Henning von Hörner von der Bezirksgruppe Amnesty International Hannover. Herr von Hörner, Millionen von Menschen haben Tag für Tag mit Google und Co. zu tun. Was für Daten werden denn da eigentlich gesammelt? Das wissen wir nicht so genau. Das ist ja das große Problem, dass eine Wust von Daten gesammelt wird. Und wir können uns das nur so vorstellen, dass da einfach ein Pool von Überwachung entsteht, der sozusagen in der privaten Hand gesammelt wird. Wenn er öffentlich, also im Staat gesammelt würde, hätte man strikte Rechtsvorschriften. Es gibt ja diese Datengrundverordnung und so weiter. Aber hier die Privatwirtschaft, die baut hier etwas auf, was einen riesigen Machtfaktor sogar bedeutet. Wenn Sie mal denken, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, das ist das große Thema sowohl für den Privatsektor als auch für den Staat. Die brauchen gigantische Datenmengen, um daraus Gesetzmäßigkeiten für automatisches Fahren und so weiter entwickeln zu können. So, und das gehört dazu. Deswegen, die Dimension ist ungeheuerlich. Da gibt es Beispiele aus China, wo die Menschen also doch schon sehr systematisch überwacht werden vom Staat. Aber was sind das da für Beispiele? Was wird da gesammelt? Also das habe ich auch gerade mitgebracht. Das ist die Zeitung vom Dienstag. Da wird berichtet, was die Chinesen schon machen seit Jahren. Sie haben ausgesuchte Großstädte, in denen das gesamte Verhalten der Bürger erfasst wird. Zum Beispiel gehe ich bei Grün über die Ampel oder bei Rot. Und daraus entsteht ein soziales Punktesystem. Und da der Staat ja total ist, wird aus diesem Punktesystem sozusagen Verhalten generiert. Wenn Sie also einen Ausweis brauchen oder irgend sowas, dann wird das sofort geprüft, sind Sie auch ein guter Bürger? Ein guter Bürger, der sich immer brav und recht verhält. Wenn nicht, dann dauert das etwas länger, bis Sie Ihren Pass bekommen oder Ähnliches. Also man stellt sich vor, riesige Daten. Alle Daten der Bürger, alles gesammelt, alles automatisch verfügbar und erzeugt sofort Verhandlungen und Verhaltensformen des Staates. Vorsichtig. Amnesty International geht jetzt so weit und sagt, das Datensammeln ist sogar eine Gefahr für die Menschenrechte. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen? Die Menschenrechte sind uns allen angeboren. Wir sind Menschen und haben deswegen Freiheitsrechte. Und zu den Freiheitsrechten gehört na selbstverständlich auch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf meine Privatsphäre, das ist ein großer Punkt. Und wir haben ja einen Wächter über uns, nämlich das Bundesverfassungsgericht, was uns immer wieder sagt, halt, stopp, hier sind die Menschenrechte in Gefahr. Das war jetzt vor kurzem, dass das Gericht gesagt hat, wir haben ein Recht auf Vergessen. Das bedeutet, unsere Daten müssen auch irgendwann mal gelöscht werden, damit nicht Folgendes passiert. Da gab es einen konkreten Fall. Jemand hatte eine Vorstrafe von vor 20 Jahren und die stand immer noch im Internet. Obwohl er sagt, er war längst resozialisiert und er war wieder im normalen Leben. Und da hat er gesagt, ich möchte das gelöscht haben. Großes Problem, haben sich gewehrt die Firmen und da hat das Gericht gesagt, ja das muss, aber es muss, die Firmen müssen für die Zukunft Systeme aufbauen, schwieriger Fall, wo und diese Daten, diese persönlichen Daten nach bestimmten Zeiträumen gelöscht sind. Das ist eine Forderung, die aber auch die Politik an diese Firmen herantragen kann. Muss ich auch, richtig. Und das sagen wir ja, also der Europa und die deutsche Regierung, die müssen endlich da was tun. Es gibt ja diese Datengrundverordnung vom März oder Mai, die hat schon Ansätze gebracht, aber da sind noch weite Regelungsbereiche, die zum Schutz von Privaten noch geregelt werden müssen. Und da haben wir gesagt, nun passiert aber was. Und wir werden auch nachfassen, wir werden natürlich nicht nur Presseerklärungen geben, sondern auch verhandeln mit den Ausschüssen im Bundestag und werden darauf dringen, dass die Gesetze verschärft werden. Amnesty International will das Datensammeln von Internetkonzernen einschränken. Im Studio war Henning von Hörner von der Bezirksgruppe Hannover. Vielen Dank für Ihren Besuch.